soziale und soziale Politik. Ja. Wir haben hier immer unsere kurze Einleitung zu der Protestkundgebung und dann ein offenes Mikrofon bzw. eine offene Schlüsseltüte. Und ich glaube, dass heute gibt es ja zwei sehr interessante Themen, die wir hier diskutieren können an unserem offenen Mikrofon, Megafon, offene Blechtüte, wie auch immer. Und zwar das eine ist, was heute im Radio die ganzen Tag schon kam, dass der Bundesrechnungshof jetzt festgestellt hat, was wir schon seit 5 Jahren sagen, dass die 1-Euro-Jobs überhaupt nicht dazu führen, dass 1-Euro-Jobber in Arbeit kommen, sondern zum großen Teil gekauft werden als Konkurrenzvorteil für irgendwelche Firmen, um andere auszustechen. Und was wir ja auch immer sagen, letztendlich dazu, um Arbeitsplätze abzubauen. Also regulär bezahlte Arbeitsplätze in 1-Euro-Jobs zu verwandeln. Das ist ein Thema, was ich denke, was wichtig ist. Und das andere Thema ist die beschlossene Regel zum Rösler, zur Gesundheitsversorge, dass wir auch die Gefühle mehr bewegen, dass wir jetzt alle mehr bezahlen dürfen. Ab nächsten Jahr erstmal mehr Krankenkassenbeitrag, während der Beitrag der Unternehmen eingefroren wird. Das heißt, jede Steigerung in Zukunft, die wir an die Krankenkassen bezahlen werden, die werden wir bezahlen und die Unternehmen werden anfällig mehr bezahlen. Und dazu wurde ja auch diese Zusatzbeiträge, die erhoben werden können, die bisher begrenzt waren auf eine bestimmte Höhe, die sind jetzt unbegrenzt, die können die Kassen jetzt so hoch machen, wie sie wollen. Und ich könnte dann einen Finger ausrechnen, wie schnell das gehen wird, dass wir da in den nächsten Jahren Unsummen bezahlen werden. Das sind beides für mich Beweise dafür, dass sie versuchen, ihre Profite und auch die Kosten dieser Krise, die wir da jetzt Milliarden an die Banken und an die Konzerne gegeben haben, immer massiver auf uns abzuwälzen. Und deswegen treffen wir uns hier auf dem Kohlmarkt, um zu protestieren und den Protest zu organisieren. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir uns das Fell über die Ohren ziehen. Kohlmarktbesucher, liebe Montagsdemonstranten, wir sind die Montagsdemo gegen Hartz IV und gibt es in über 100 Städten in ganz Deutschland. Jedes Jahr wird im Herbst eine Demonstration gegen die asoziale Politik der Regierung von uns in Berlin durchgeführt. Wir führen hier bisher immer ein offenes Mikrofon durch. Die Stadt Braunschweig allerdings macht Auflagen. Sie gestattet uns natürlich zu demonstrieren, aber sie macht Auflagen zum Schutz der Bevölkerung, wie sie sagt. Und wir bestehen darin die Auflagen, dass hier nur elektronische Schallverstärker mit Lautsprecher und Mikrofon benutzt werden dürfen, wenn mindestens 50 Personen hier anwesend sind. Mindestens 50, ja. Das betrifft natürlich nicht kommerzielle Lautsprecher, also wenn jetzt hier einer der angrenzenden Läden das Bedürfnis hat, seine Ware per Lautsprecher anzubieten, dann kann er das tun. Aber wenn es um politische Fragen bzw. um die Rechte oder das Unrecht geht, was kleine Leute betrifft, dann denkt man plötzlich, dass man die Bevölkerung von solchen lautstarken Türmen an Gebrülle, wie ich es jetzt gerade mache, schützen muss. Dummerweise haben sie noch keine Auflage gegen solche Messentüten hier. Und deswegen kann ich so laut, ich kann halt brüllen, aber es schränkt trotzdem die Demokratie ein. Und es ja so ist, dass nicht jeder so laut rufen kann wie ich. Und deswegen wir auch nicht von einem offenen Mikrofon sprechen können. Wenn jetzt hier eine ältere Dame herkommt, die mir erzählt, dass sie, wie der Durchschnitt aller Rentnerinnen heutzutage, knapp über 500 Euro bekam, wie neulich eine Frau mir erzählte, und die deswegen noch zur Arbeit muss, um dort Hartz IV zu beantragen als Rentnerin, so erzählt sie mir sicherlich auch von meiner oder von der Zukunft vieler anderer Menschen. Aber diese Sauerei kann sie nicht mal selber sagen, weil sie so laut brüllen kann. Und das ist undemokratisch, diese ganze Angelegenheit. Unser offenes Mikrofon dient dazu, dass die Betroffenen zu Wort kommen. Dass hier keine bezahlten Redner irgendwo stehen und irgendwelche Sonntagsreden halten, sondern dass wir uns über diese ganzen Schweinereien hier beschweren können. Dann noch die Arbeitnehmer, also die ich, einige hier sehen, noch alle möglichen Altbezahlungen, Unternehmen aber das nicht mehr erhöhen kriegen. Und gleichzeitig wird dann erzählt, dass ja angeblich das daran liege, dass wir alle immer älter werden, waren ja die Worte von dem Rösler, und dass die Versorgung immer teurer wird. Ja, genau. Nee, aber in Wirklichkeit ist es ja sogar so, das geben ja zum Teil sogar diese Pharma-Lobbyisten zu, dass die Medikamente sich relativ günstig produzieren lassen, sie aber extrem teuer verkauft werden,
Diese Medikamentenpreise können relativ frei festgesetzt werden in Deutschland. Und dass damit dann halt einfach auch die Krankenkassenkosten unheimlich gesteigert werden, während zum Beispiel immer geringere Beträge da sind, um das eigentliche medizinische Personal vernünftig zu bezahlen. Zum Beispiel die Ärzte, die Leute, die Pflegekräfte in Krankenhäusern, wodurch die Versorgung immer schlechter wird. Und also im Endeffekt also auf Kosten von uns und auf Kosten der Beschäftigten in den Krankenhäusern und Arztpraxen geht, diese ganze Umverteilung nach oben. Gleichzeitig hat es auch den angenehmen Vorteil, dass man hier jetzt keine offiziellen Subventionen in den Massen in die Pharmaindustrie schieben muss, weil man einfach will, dass dann ihre Preise erhöhen. Wie die an ihre Milliarden kommen, ist ja im Endeffekt völlig egal. Und man das damit ganz gut decken kann. Während zum Beispiel bei der Autoindustrie, also ich selbst arbeite bei VW, so ist, dass zum Beispiel hier seine Manufaktur in Dresden zu guten Teil der Staatskasse bezahlt wurde, beziehungsweise das Grundstück, auf dem das Gelände, auf dem diese Firma Werk steht, mehr oder weniger verschenkt wurde an Volkswagen. Was halt, sage ich mal, wenn sich damit ein bisschen mehr erfasst, deutlich offensichtlicher ist, eine drastische Subventionierung auf Kosten unserer Steuergelder, die wir jetzt gerade alle im Kürzungsprogramm wieder zahlen würden. Gleich dazu, schönen guten Abend erstmal, wenn ihr euch vor das Rathaus stellt, dass eine Arbeitnehmerverleihfirma für den Sozialdienst bzw. für den Krankendienst mitten im Rathaus, das spricht schon Bände. Aber warum ich jetzt hier gerade noch mal spreche, es sind wieder neue Fälle aus der Aare bekannt. Und zwar sollen Leute, die Minijobs machen, diese Minijobs aufgeben und sich in Maßnahmen begeben. Ich habe jetzt, glaube ich, 4 Fälle insgesamt, wo die Leute ihren Job aufgeben sollen, um an einer Maßnahme der Aare teilzunehmen. Laut der Aussage der Aage heißt es Maßnahme statt Arbeit. Und das ist ja wohl nicht richtig. Ich habe den Fall einer jungen Frau, die 3 Kinder zu Hause hat, die schulpflichtig sind, nebenbei noch einen Minijob macht, alleinerziehend ist. Und ihr wird gesagt, sie soll den Job aufgeben, sie soll sehen, wie sie die Kinder versorgt und soll an einer Maßnahme zur Integration der Aage bald her zugehen. Da frage ich mich, wo sollen sie integriert werden? Eventuell zu den Arbeitslosen oder zu den Leuten, die gar nicht arbeiten wollen. Sie will arbeiten und wird daran gehindert. Und es sind viele, die daran gehindert werden. Und dann wird noch versucht, über den Gesundheitsdienst diese Leute ja im Prinzip als krank darzustellen. Und das hat alles damit zu tun, dass wir nächstes Jahr Wahl haben. Und sie wollen damit die Arbeitslosenzahlen drücken, weil diese Leute, die in Maßnahmen sind, werden natürlich nicht mehr in der Statistik der Arbeitssuchenden geführt und fallen damit raus. Und das ist ein Unding, was hier wieder in der Aare vorgeht. Danke. Morgen eine Veranstaltung im Stadtparkrestaurant. Ist es ein Braunschweiger Bürger zu 20.000 Euro Strafe verurteilt worden, weil er von seinem Demonstrationsrecht gebraucht hat und bei einer Demonstration ein Mikrofon benutzt hat, nicht hier so eine Metalltüte und ähnliche Belanglosigkeiten, 20.000 Euro. Also die Demokratie wird hier abgeschafft. Ein Punkt war ja, dass der Oberbürgermeister nicht mehr für 5, sondern für 8 Jahre gewählt wird. Klarer Richtung in die Diktatur, Demonstrationsrecht wird mit drakonischen Strafen verhindert. Morgen Stadtparkrestaurant, 20 Uhr, eine Veranstaltung zum Thema. Den Protest gegen den Flughafenausbau hier in Braunschweig. Die Stadt Braunschweig hatte nämlich dann danach eine Pressemitteilung herausgegeben, die will ich jetzt nicht komplett lesen, weil ich ja hier jetzt nicht Propaganda für diesen Mist machen will, aber ich möchte noch mal so einen recht bezeichnenden Satz daraus vortragen. Und da kann man vielleicht sich auch noch mal so ein Bild machen. Die Stadtverwaltung erhofft sich von dem Urteil teils eine Befriedung der Situation, da jetzt sicherlich künftige Demonstrationen sich im Rahmen des Rechts bewegen würden, zum anderen aber auch ein Einlenken des Ratsherrn in Rosenbaum auf den rechtlich einwandfreien Pfad. Also die Stadt ist hier scheinbar eine moralische Instanz und beurteilt jetzt,
auch bekannt, was einwandfrei ist. Rechtlich können Sie natürlich lange sagen, aber Sie haben ja Auflagen gemacht, die das Demonstrationsrecht einschränken und damit im Grunde genommen auch geltendes Recht verletzt, nach meiner Auffassung. Und da wird ja auch noch ein Gerichtsverfahren vom Verwaltungsgericht in Lüneburg geführt, dass solche Auflagen wie 50 Leute müssen es mindestens sein, damit man elektronisch verstärkte Lautsprecheranlagen benutzen kann, dass man auch tatsächlich auf der Straße demonstrieren kann, damit es auch einer merkt. Also solche Dinge, das ist ja gerade das, was eigentlich rechtlich einwandfrei ist. Und hier wird es beschnitten. So rum ist doch nur so. Vielleicht noch ein Megafon an, oder muss ich schießen, aber ich kriege so eine Strafe, dass ich da ruiniert bin. In Stuttgart ist die Moderatorin der Motorstimme, die ja auch einmal die Woche stattfindet, genauso wie hier, jetzt, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche zu 1200 Euro verurteilt worden, weil sie A, das Megafon, das erlaubt war, weil es mehr als 50 Leute sind, das war ein bisschen zu laut, und sie hat das Megafon nicht in die von der Stadt vorgeschriebene Richtung gerichtet, sondern sie hat irgendwo in eine andere Richtung ein bisschen gesprochen. Das heißt, sie schreibt dir schon vor, in welche Richtung du dein Megafon noch halten darfst. Also wenn du die 50 Leute erreichst, dann kommt die nächste Auflage und die übernächste Auflage, mit der sie versuchen zu erreichen, dass dein Protest nicht bekannt wird. Und ich finde, das zeigt schon, in welche Richtung das geht. Wir sollen alle die Schnauze halten und sollen uns ducken und sollen alles mit uns machen lassen. Und jeder, der hier meint, er kann auf der Straße Protest organisieren, der soll da irgendwie eingeschüchtert werden. Und deswegen ist auch die Solidarität gegen dieses Urteil mit dem Peter Rosenbaum, das ist eine Sache für uns alle. Das ist nicht nur dem armen Peter helfen, sondern damit verteidigen wir unser eigenes Demonstrationsrecht. Und dieses Dreschen morgen, das soll ja auch der Ausgangspunkt von so einem Unterstützerkreis sein. Und wir haben auch diskutiert letzte Woche schon, dass wir da auch solche Forderungen aufstellen wollen, wie weg mit dieser Auflage mindestens 50 Leute und diese ganzen Einschränkungen. Du darfst dann nur auf dem Bürgersteig demonstrieren und sowas, was es hier im Braunschweig noch gibt, ist auch ganz lustig. Und dass wir einfach das verbinden müssen, damit unser Recht auf Demonstration auch wirklich hier durchzusetzen. Ja, auch Verfahren am Landgericht in Braunschweig. Da wurde ich ja diskriminiert. Ich habe jetzt also einen offenen Brief an den Präsidenten des Landgerichts gestellt mit der Forderung, er möge sich aufgrund dieser mit dieser Sache, die da gelaufen ist, öffentlich entschuldigen. Ob er das macht, ist noch dahingestellt. Zeitgleich kam letzte Woche ein Schreiben vom Amtsgericht mit einer Strafe von 783,50 Euro gegen mich, ohne mich anzuhören. Das ist eine Missachtung des Artikels 103 Grundgesetz. Und als Zeuge wird ein Polizist genannt, der vorher meine Freundin bedroht hat, mit der Aussage, er müsste rauskriegen, wo ich bin. Es liege ein Haftbefehl gegen mich vor, was natürlich nicht wahr ist. Und zum anderen, ich ja schon in der Wendenstraße gewohnt habe und der nur in den Computer gucken müsste. Das heißt, man versucht, mein Umfeld einzuschüchtern. Und dieser Polizist wird dann als Hauptzeuge genommen, um ein Verfahren ohne mich anzuhören zu machen, was natürlich nach § 21 VfVFG aufgrund der Befangenheit zurückgeschrieben wurde. Und ich jetzt einen Antrag gestellt habe, das beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte da verlaufen zu lassen, weil das rechtliche Gehör hier im Braunschweig nicht mehr gegeben ist. Es ist also ein Trauerspiel, was hier abläuft, ob es jetzt bei Peter Rosenbaum ist oder bei Leuten, die es waren, den Mund aufzumachen oder wie ich, Filme zu machen. Es ist ein Unding ohne Ende. Danke.